Moin zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Tears of the Kingdom beim südlichen Erdschloss den Si Amuthusi-Schrein lösen könnt. Fangen wir also an. Hier auf der Karte zu sehen, seht ihr, wo sich der Si Amuthusi-Schrein befindet. Und wenn wir da gleich reingehen, da sind ein paar Feuerfrüchte, die müssen wir einsammeln, die brauchen wir nämlich, also falls ihr keine habt, die benötigen wir. In der Kiste befindet sich auch ein Bogen, falls ihr da keinen habt. Und dann gehen wir einfach die Treppe hier weiter hoch und dann seht ihr schon, okay, der Schrein verändert sich ein bisschen. Jetzt müssen wir mit dem Bogen da hinten das Feuer anmachen. Das Ganze machen wir dann mit den Feuerfrüchten, da sind zwei Stellen, die wir anzünden müssen. Das seht ihr hier jetzt auch, also ich nutzt den Bogen, nutzt die Feuerfrucht und schießt dann darüber. Sobald wir beide Feuersteine angezündet haben, wird in der Mitte des Schreins eine Plattform geöffnet, wo wir dann ein Sprungpad haben. Da können wir dann raufgehen und sobald wir dann in der Luft sind, können wir mit unserem Parasegel dann auf die Plattform da hinten rüberschweben, den Schrein aktivieren bzw. abschließen und bekommen damit dann ein Segenlicht. Falls ihr nicht wisst, wie ihr hier zum Erdschloss hinkommt und wie ihr das Ganze überhaupt lösen könnt, da habe ich euch hier oben ein Video verlinkt. Da bin ich alle Erdschlösser mit euch durchgegangen. Also schaut da gerne vorbei. Guti, das war's dann aber auch mit dem Video zu diesem Schrein. Habt alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!